Okay, der wird uns kaputt. Alter. Schön mit dem Gewitter untermalt. Und zum anderen der Kollege oben. Okay, zum Glück ist die Tür offen. Wie ging's denn dann nochmal zu dem? Okay. So, leere Dose. Schlecht. So, wo war der jetzt? Ich glaube, der war hier. Und der wurde schon langsam rot. Ich hoffe, der steht jetzt nicht auf. Bleibt noch eine kurze Zeit liegen. Noch eine ganz kurze Zeit, ja. Nein! Alter! Alter Scheiße! Geh weg! Das wollte ich vermeiden. Wahnsinn. Wahnsinn. Muss ich... Ich gehe mal trotzdem noch auf Nummer sicher. Oh Mann. Hat der mich erschreckt. Und zwar ohne Ende. Okay, kurz mal einen Positionswechsel machen. Ups, entschuldigt. Das war das Mikro. Ist noch neu. Verzeiht mir. Boah, Alter, mein Herz. Okay, Kerosin kann man wieder direkt auffüllen. Das wird wahrscheinlich auch nicht lang halten. Wäre noch eins drin? Nee. Alter Schwede, wie der schon aufgestanden ist, das gibt es ja gar nicht. Okay, kurz nochmal ein Abstecher zu Kerosin. Wieder an den netten Bauhaus vorbei. Ich tu mir nichts, ich tu euch nichts, alles ist gut. Leben und leben lassen passt in diesem Fall nicht ganz so gut, würde ich sagen. Herr Geronimo! Geh weg, Hund. Oh Mann, da ist der zweite. Weg. Böse auf den Sitzplatz. Okay, das hat super funktioniert. Die können schon übrigens nicht öffnen, hoffe ich. Okay. Um einen würde ich mich eigentlich gern kümmern. Das war die falsche Tür. Sehr gut. Habe ich gut hinbekommen. Okay.
probiere nur kurz was aus. Tatsächlich, das geht. Schön. Okay. Ist ja gut. Chris Redfield von den Stars. Stars. Das sagt auch unser guter Kumpel Nemesis. So. Okay, einen Abstecher muss ich kurz machen. Sich doch hier durch. Hier rein, oder? Ja. Damit ich, wenn ich zur Schlange gehe, du bleib, wo? Hallo? Wo ist er denn? Wo ist er denn gewesen? Da war doch mal einer. Okay. Nein, und ich habe mich damit selbst verletzt. Naja, okay, das war nicht ganz so gut. Aber der Kollege ist jetzt kopflos. Wenigstens ist jetzt hier frei. Wir können uns unseren eigentlichen Aufgaben widmen, von denen ich leider nicht weiß. Was? Warnung, Warnung. Okay, hier vorne. Unten die Maske. Okay, hier können wir noch rein. Ah, wir haben das Notenblatt, haben wir noch. Und den Dünger. Okay, Notenblatt und Dünger. Wir müssen auf die andere Seite. Gibt es hier vielleicht sonst noch irgendwas? Da wird mir was angezeigt. Aber das liegt halt in der komplett falschen Richtung. Da schauen wir ein anderes Mal vorbei. So, okay. Alter, wie der. Ach, wieso stehen die so schnell auf? Können die nicht einfach alle so sein wie Ringelreihe Zombie hier? Der ist schon easy, der ist pflegeleicht, der braucht nicht viel, ne? Das ist ein Zombie, den man mag. Deswegen passiert ja auch nichts, nicht wahr, Zombie? Ja. Genau. Ich finde, so ein Ringelreihe-Zombie, den sollte jeder im Haus haben. Wenn man einen Stock hat hier, mit so einer schönen Umrundung, finde ich, kommt gut. Ja, sehe ich auch so. Okay. So, 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 so. Wir können zu Rebecca unsere Wunden vernähen passt jetzt nicht, aber verarzten lassen. Das ist doch bestimmt nicht schlecht. Ach, und hier draußen übrigens auch. Das machen wir zuerst. Das hätte ich nämlich fast vergessen. Sonst bleibt sie einfach liegen. So.
So, die Wunden versorgt, weil die kann man nicht mitnehmen. Das ist vielleicht ganz praktisch. Okay. So, Rebecca. Wie es mit dem Barry geht langsam. Hallo? Are you okay? Want me to treat your wounds? Nein, danke. Geht's denn ihm hier? Richard. Ich bin froh, dich gerettet haben zu können. Okay, hier. Okay, machen wir mal kurz voll. Die machen wir hier rein. 36 Schuss zweimal, den nehmen wir mit. Und die Maske, die könnte man auch langsam mal einsetzen, aber noch nicht. Yes, aber den Dünger würde ich noch gerne mitnehmen. Chemikalien, wie auch immer. Okay. Die Motorsonate, wo können wir die abgeben? Dafür müssen wir nach unten. Einmal im Kreis geht übrigens auch. Okay. Gehen wir mal kurz einmal im Kreis. Oh, entschuldigt. Das ist das Energiegetränk. Okay, es sind noch ein paar grüne Kräuter übrig gewesen bei der Chemikalie. That means. Einmal hier rein. Ja, Klavier. Klavier. Chris ist genauso musikalisch wie ich. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? What was that? My interpretation is off a little. Let me practice for a while. Eine gute Idee, in einem Herrenhaus voller Zombies Klavier zu spielen, aber hey, wer wären wir denn? Sure. But don't get too carried away. Oh, I won't. Vor allem im Keller. Ne, also. Da unten. Hier. Da sind noch drei Leichen. Und sie spielt oben das Klavier. Gute Idee. Gute Idee. Okay. So, zurück zum Eigentlichen. Die Chemikalien bräuchten wir. Die ich nicht dabei habe? Doch, die ich dabei habe.